brauchen. Ja, da kommt man schön weit schnell voran. Das ist cool. Ja, ich weiß, dass ich jetzt gerade wieder schlechten Weg gehe. Aber damit ich einfach noch ein paar... Nein, Blödsinn mit dem Schrecken, das war jetzt nur so aus Spaß gesagt. Man, ist ja mal, man hört es ja bei anderen immer mal so, du machst es ja nur, um das LP zu schrecken und halt solche Geschichten. Was ich natürlich nicht mache, weil hier gibt es ja nichts zum Strecken oder nicht strecken, hier gibt es ja nicht direkt, gibt eine grobe Story, aber die habe ich ehrlich gesagt schon mehr oder weniger längst vergessen. Vielleicht gibt es ja dann auf Level 86 auch wieder eine schöne Quest, dass man mal endlich wieder eine Quest machen können und nicht nur Dauerquests laufen. Das wäre cool. Die sehen Leute, die können nicht gleich anfangen. Und du musst noch fort. Und tschüss. So. Und. Schaden. Naja, 85 Silber besser als nichts. Und bisschen Jagd-EP. Ach ja, Bluetooth 2, da merkt man, das war noch keine so stabile Verbindung. Weil der Bluetooth-Adapter, den ich hier für den Rechner habe, der hat halt bloß Bluetooth 2. Und da merke ich das am Headset halt, das ist da, aber ich glaube, das habe ich schon mal alles erwähnt. Wie gesagt, eigentlich wollte ich ja sozusagen schon aufhören, aber weil ich halt knapp vor dem Level 86 war. Weil ich dann gesagt habe, komm, das eine Level, das machst du noch. Und ich glaube, wenn ich hier fertig bin, dann bin ich auch so weit, dass wir es dann abschließen können. Was halt auch cool wäre, wäre, das einfach mit jemandem zusammen, vor allem auch jemanden, den ich kenne. Nichts gegen euch, aber es hat, man weiß halt nie, wer dahinter steckt. Und ich weiß, ich hatte schon mal ein Community Special, wo ich mit euch, es war glaube ich so damals Folge 200 oder so. Und
Vielleicht mache ich es, oder zwischendurch war, glaube ich, auch, wo ich dann Leute einfach für Raum und Zeit zur Hilfe brauchte. Vielleicht machen wir das auch mal wieder. Aber ich weiß es halt noch nicht, wie ich da rangehen soll. Weil die Internetkultur, die hat sich halt auch doch noch so ein Stück weit verändert, wie damals ich es gemacht habe. Und es sind halt leider auch viele unterwegs, die nicht unbedingt was Gutes wollen. Und vor sowas muss ich mich einfach auch so ein Stück weit schützen. Ich meine, ich gebe ja sehr, sehr viel von mir preis. Und ich denke, es ist irgendwo verständlich, dass man sich auch so ein bisschen schützt. Es ist wirklich nicht böse gemeint. Und deswegen, ich schreibe ja auch immer, dass ich auf Ruma Park spiele. Und wenn mich hier zufällig jemand trifft oder so, dann können wir ja auch zusammen spielen. Aber ich habe halt keine festen Aufnahmetermine. Also Aufnahmezeiten. Wie viel haben wir jetzt von denen? Ich habe gerade nur einen. Okay. No. Nicht da runterfallen, das macht Aua. Das tut weh. Aber hier kann ich jetzt rein. Ah, da kommt ja schon der Erste. Aber dass hier immer nur so wenig beieinander stehen, das ist so ein bisschen doof. Also ich glaube, da war in der Missy, da standen dann mehr Monster beieinander. Also so eine erhöhte Monster-Spawn-Rate, die wäre nicht verkehrt. Und ich müsste mir vielleicht mal gucken, aber eigentlich weiß ich nicht, ob ich das wirklich machen sollte. Ob ich mir mal Geld für eine permanente 16er Tasche ausgeben. Ob ich das mal wirklich mache oder... Aber eigentlich... Also ich meine 12er Taschen gegen 16er Taschen austausche. Vielleicht. Ich kann mir vorstellen, dass es auch nicht so teuer ist. Aber ist die Frage, ob es 16er Permanenttaschen gibt. Ich weiß, ich hatte mal, mir hatte mal jemand aus der Community 16er Taschen geschenkt. Die waren aber eben nicht permanent. Und ich habe ja jetzt bis auf die eine habe ich ja nur 12er Taschen. Oh, ich habe wieder eine bekommen. Dann müsste ich jetzt 3 haben. Oh, Moment. Dann mache ich hier so lange, bis ich noch eine bekomme. Und dann kann ich nämlich die eine auch gleich dort noch mit abgeben. Jetzt haben wir 3. Also, weil ich brauche ja mal 5, um dann auch mal im Hauptlager dir eine Quest abzugeben. Also machen wir das noch schnell. Also ich versuche es zumindest schnell zu machen. Ob es schnell dann funktioniert, ist wieder die andere Frage. Hallo. Dankeschön. Nee, ich habe jetzt gerade leider keine bekommen. Bin ja hier auch fertig. Dann machen wir jetzt mal die hier noch
am Wegesrand auflauern. Oh, bitte lass jetzt hier. Nein, leider keine. Hier oben haben wir noch welche. Einmal hier in der Ecke und dann einmal da. So, na, du müsstest ja gleich. Ja, jawohl. Schade, 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 aber da. Oh, nein. Da lang. So, euch mal noch. Herzchens und Jungs und Mädels. Und nochmal zu dem Star Wars Tag zurückzukommen. Klar, ich hätte das Ganze auch als Filmreview machen können, aber ich hatte ja gesagt, dass ich erst wieder im neuen Jahr damit anfange, Kino-Checks zu machen, weil es ansonsten. Also ist es dann doch etwas merkwürdig. Und dann mache ich es nicht so, na, was heißt merkwürdig, sondern, naja, jetzt so. Einfach nochmal welche anfangen. Es fühlt sich, sag ich mal, für mich nicht richtig an. Und dann mache ich es halt so, dass ich es an dem Tag oder kurz danach, an dem Wochenende, sage ich mal, aufnehme und dann auch so ein Stück mit hochlade, wo ich sie auch geschaut habe und nicht noch ein paar Tage warte. Also eigentlich mein Ziel ist es fürs neue Jahr, dass auf diesem Kanal wieder regelmäßig etwas kommt. Und vor allem, ich hatte ja mal mit diesem Format Kommentare kommentieren, wo ich mir einfach alle Kommentare aus der letzten Woche, das habe ich immer Sonntag gemacht, und die ich dann einfach nochmal kommentiert habe. Und ja, das würde ich halt gerne auch wieder aufleben lassen. Aber dazu muss halt auch regelmäßig Content kommen, dass ihr auch regelmäßig kommentieren könnt, weil sonst habe ich ja nichts, worauf ich eingehen kann. Ich weiß, es ist meine Schuld, dass ich halt nicht wirklich in der letzten Zeit. Ich glaube, jetzt kam er gerade, oder? Nein, schade, was habe ich dann gesehen? Dass ich halt nicht wirklich regelmäßig Videos gebracht habe, wofür ich mich auch entschuldige. Und ich will versuchen wieder, wirklich, ich kann nur wiederholen, ich will es versuchen, ob es klappt. Das ist bei mir halt immer so die Motivation-Frage. Ah, sehr schön, da haben wir es ja. Wo rennt er? Ich hab jetzt mal den Autofinder. Wo ist denn er gerade hingerannt? So, sehr schön. Da haben wir jetzt 4. Da kriegt man jetzt einen 5. Und mit dem, ich glaube, mit dem, was wir jetzt da an Erfahrungspupeln bekommen, kann ich jetzt auch endlich das schöne Level aufsteigen. Wir haben aber auch schon ganz schön lange hier dran rumgehangen. Was? Noch nicht? Aber gleich dann. Nein, nicht Anwendung der Seelenkraft. Sondern hier, der hier. Den führen wir mal noch schnell aus.
Und mal Inventar machen wir. Lernen wir dann beim nächsten Mal. Jetzt nicht. Auch nicht schon wieder. Das ist in der Tat ein bisschen echt nervig. Naja, okay, gut, dann haben wir jetzt den Level ab. Yay! Juhu, das Level ab. So, und damit verabschiede ich mich bis zur nächsten Aufnahmesession. Macht's gut. Ciao.